Kurz nach sechs. Ey, jetzt diese Taube, ja, oder was das überhaupt das ist. Das hat ihren Lieblingsplatz jetzt gefunden. Hier. Direkt am Nachbarn, auf dem Zaun. Oder oben. Und die kommt jetzt jeden Morgen. Hinten der Sonnenaufgang, wie cool aus, sieht man natürlich jetzt nicht. Oh, diese Taube, Mann. Ein bisschen spät dran. Vor dem Hintergrund, dass ich Stau habe. Und ja, hier geht gerade der Terror los. Denn die ganzen Leute, die machen sich hier gerade fertig, um laut zu werden, Rasen zu mähen mit diesen Trimmern. Naja, wir haben 20 nach 8. Muss ich gleich mal gucken, wie viel Stau ich habe. Der nimmt ja jetzt rapide ab. Hoffe ich zumindest, denn dann komme ich noch pünktlich, beziehungsweise dann bin ich noch vor 9 da. Und dann bin ich natürlich super pünktlich. Ja, 3 Flüge stehen heute auf dem Programm. Um 10, um 11 und um 1. Bisher. Aber da ändert sich kurzfristig so viel in letzter Zeit. Denn ja, die meisten Flüge, die wir verkaufen, ist ja keine Laufkundschaft, die werden ja verkauft von Concierge-Angestellten in Hotels. So, auf geht's. Wetter. Okay, tut heute. Also da kann man nicht meckern. Ist zwar mal ein bisschen Regen zwischendurch hier und da angesagt, aber grundsätzlich ist das Wetter fantastisch. Nicht zu windig, keine tiefen Wolken, kaum Regen. Ah, wunderbar. Und ich fliege wieder QF, wo den ich halt ausgecheckt habe. GPS funktioniert und die Klimaanlage funktioniert auch einwandfrei. Nice. So, ich bin tatsächlich um 10 vor 9 da. Allerdings ist das Wetter hier nicht so gut wie gedacht. Es regnet. Aber ich glaube, das ist nur hier auf der Seite. Das ist ein ganz kurzer Schauer. Aber man weiß nie. Das ist Hawaii. Das macht das Fliegen halt hier so tricky. Das Wetter. So ja, aber auf jeden Fall bin ich pünktlich. Kaum Stau. Die Stunde macht es echt aus am Morgen. Also ist schon sehr gut, dass ich da vorgeschlagen habe. Ich bin heute Nummer 2 und fange um 10 Uhr an statt um 9. Denn ansonsten hätte es komplett anders ausgesehen. Boah, es hat warm. 33 Grad. Und wir haben 20 vor 3 und es geht nach Hause genau vor dem Stau, so wie es aussieht. Das ist ziemlich gut. Ja, morgen fliege ich hier, Markus, ich bin die Nummer 2, ist noch ein Flug drauf gekommen. Erst war es nur ein einziger Flug um 3.30 Uhr. Und jetzt? Auch nicht besser. Jetzt habe ich einen Flug um 11 und um 3.30 Uhr. Das heißt, zwischendurch eine 3,5-stündige Pause. Und dann natürlich am Nachmittag durch den Stau zurück. Aber gut, danach den Tag habe ich frei. Von daher ist es jetzt nicht allzu super tragisch. Aber, boah, ich muss ja wirklich mal Lager machen. Ich gehe kaputt. Zwar egal, ob ich jetzt schwitze oder nicht. Meine Shirts muss ich eh waschen. Die habe ich jetzt im ersten Mal an 3 Tagen direkt 3 Shirts durch. Weil das so freaking warm war. So, ich hoffe wirklich, ich komme vor dem Stau zurück. Und dann kann ich morgen mehr oder weniger ausschlafen, denn ich muss ja erst um 8 Uhr raus. Aber bis dahin bin ich eh schon dreimal wach geworden von Vögeln und Nachbarn und was auch immer. Von daher egal. So, 2 Flüge morgen. Heute 3, gestern 4, vorgestern 4. Also schwach, schwach, schwach. $20 habe ich heute gemacht an Trinkgeld. Und auf den ganzen 7 Flügen wurden nur 8 Videos verkauft. Da sind ja immer so 3-4 Partys drin, das heißt, auch schwach. Naja. Boah, auf geht's nach Hause, ist das warm. Alexa, what's the time? The time is 3:12 p.m. So, kurz nach 3, ich bin zu Hus. Und es ist ein Paket angekommen von eBay. Und zwar die Ersatzbatterie für den Staubsaugerroboter. Ey, ich hoffe, das ist das Problem. Denn ansonsten hätte ich $30 oder $35 umsonst ausgegeben. Und ja, das Ding funktioniert immer noch nicht. Aber es wäre natürlich geil, wenn das funktionieren würde. Dann könnte ich nämlich hier durch die Gegend rennen lassen. So, schauen wir mal, ob der die Batterie aufladen kann.
Sau geil. Das Ding läuft. Es lädt gerade. Es hat das orange Dingsbums. Da wollte ich direkt anfangen. Und da waren auch noch zwei Ersatzdinger dabei, die ich sehr gut gebrauchen kann, denn die, die da dran sind, ein bisschen ausgefrisselt. Und alles andere ist eigentlich noch perfekt in Schuss. Nice. So, jetzt lasse ich das voll aufladen. Da muss ich nochmal sehen. Ja, dann lasse ich das einfach hier mal nachher, wenn es voll ist, durch die Gegend saugen. So geil. Ja, perfekt. Also bin ich happy, dass das Ding jetzt funktioniert. Ja, ich hätte den Chris auch mal gefragt, ob er nicht nach der Fernbedienung Ausschau halten kann. Ich habe sogar die Fernbedienung jetzt dafür. Ich glaube, die Batterien sind alle, denn tun tut er nichts, glaube ich. Oh doch. Tut er. Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Stopp. Doch, die Fernbedienung funktioniert auch. Wie geil ist das? So, es ist kurz Nummer 6. Irgendwie bin ich ein bisschen eingedöst. Das passiert jeden Tag, wenn ich nach Hause komme. Und ja, muss ich gleich meinen Garten sprengen. So, das Ding lädt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob was passiert, wenn ich einfach jetzt hier mal auf Automatik drücke. Ein bisschen Lärm macht da ja, ne? Ja, die Hindernisse erkennt er wunderbar und fährt die gut. Macht ein bisschen Lärm, aber jetzt lasse ich den einfach mal hier rumdüsen. Warum nicht? Ich meine, das macht man natürlich normalerweise, wenn man nicht zu Hause ist. Denn dann nervt das Ding nicht, aber gucken, wie lange der saugt, bis er zurück zur Ladestation fährt. Geil. So, die Sonne geht gerade unter. 20 vor 7. Und der Roboter, also wenn ich hier so rüberwirke, der macht gut sauber. Ich fühle kein einziges Sandkorn mehr. Und der geht in ins einzelne Zimmer rein, kommt da rein, der hat unter meinem Bett gesaugt, in jede Ecke, im Badezimmer, der geht halt überall einfach rein. Und bisher hat er nur einmal ein Problem gehabt, da ist er nämlich über die Schuhbändchen gefahren von den Schuhen, die hier rumlag, und da hat er natürlich das Schuhbändchen eingesaugt und dann war die Rolle stuck. Aber ansonsten, seitdem, der hat drei verschiedene Saugstärken und die mittlere, die soll halt sein hier für Boden- und Kurzhaarteppiche, die ich hier habe. Und dann saugt der hier. Jetzt gucken wir gleich kurz, cool, wo der ist. Ist gerade hier in dem Zimmer. Also der bammt zwischendurch schon irgendwo dagegen. Aber eigentlich, hier war ja wirklich auch viel Sand. Ich meine, ich habe hier durchgewischt schon. Aber ich kann nicht schaden, hier ein paar Mal durchzugehen. Finde ich geil. Ich dachte, ich müsste mir einen Staubsauger holen, aber muss ich gar nicht. Das Ding, das macht's. Einwandfrei. Nice. Batterie. Haben die aber auch beim Support gesagt, Batterie, daran liegt es wahrscheinlich. Hätte ich jetzt noch irgendwie die Kauf. Das Receipt hier, was sagt man denn? Kaufzettel, hätten sie mir umsonst eine Ersatzbatterie zugeschickt, aber da wollte ich jetzt nicht drauf bestehen. Ich motze zwar noch einmal, aber egal. Ja, für $30. Das Ding hat 300 Euro gekostet, Mann. Und jetzt kostet es noch 150 Euro. Das ist halt nicht das neueste Ding. Die neuen, die können ja nass wischen und alles. Ich glaube, der Guy hat eins. Ja, das wischt auch nass. Aber brauche ich nicht. Wenn ich hier nass durchwische selber und das Ding macht hier den Sand immer weg und den Staub unterm Bett und so weiter. Es geht richtig so schön in die Ecken rein. Geil. So, Garten gesprengt, Hand dann gestemmt. Ist ein bisschen schwindelig. So, das Ding, das gibt seit einer Stunde Gas, obwohl es in der Saugstufe eigentlich nur 50 Minuten gehen soll. Ich habe hier eine Stelle gehabt. Da war tatsächlich noch ein bisschen Sand. Aber der ist ja auch noch nicht fertig, mehr oder weniger. So, jetzt schicke ich den einfach mal nach Hause, denn das geht mir ein bisschen auf den Sack. Und dann lasse ich den einfach morgen laufen, während ich nicht zu Hause bin. Und hoffe, der wird nicht stuck.
So, jetzt wird er hier mal nach Hause geschickt. Mal gucken, ob der das findet. Aber theoretisch müsste der jetzt einfach langsam, aber sicher einfach auf die Ladestation gehen. Und es sieht so aus, als hätte der überhaupt keine Probleme mehr. Na, ey. Das Problem ist halt, dass der das Kabel ein bisschen verrückelt hat und ich die Ladestation neu justieren musste, aber eigentlich müsste die trotzdem finden. Sonst sieht so aus, als würde es machen. Mal gucken. Macht der. Geil. Gegessen habe ich was. Das war ganz schön eine Menge, ey. Mir fast schlecht. Hier ist gerade wieder so ein Mikrowellen, beziehungsweise habe ich im Ofen gemacht. Kartoffelauflauf. So, jetzt haben wir schon kurz vor 9. Duschen muss ich jetzt endlich mal. Aber ich spiele ja noch so ein komisches Pokerturnier, das kann ich jetzt nicht einfach unterbrechen. Heute Morgen habe ich noch gechattet mit dem Lenovo-Support. Ich habe eine E-Mail bekommen, dass ja mein Laptop-Order delayed ist. Also verspätet aus irgendwelchen Gründen. Dann habe ich angerufen, ja, mal, was soll das? Verspätet. Geht ja wohl gar nicht. Als ich das bestellt habe und auch immer noch, Status des Laptops ready to ship. Also, wo bleibt er? Dann meint er ja, die Order ist gecancelt. Ich dachte, wie gecancelt? Das ist die zweite Order, die innerhalb von 2 Tagen gecancelt wird. Wie kann das sein? Er meinte ja, kann er sich auch nicht erklären, muss man das Sales Team anrufen oder sowas. Was? Habe ich gesagt, ey, ich gehe zu Dell. Naja, auf jeden Fall Eastern Zeit muss ich anrufen. Das heißt, die sind natürlich, ich glaube, 10 Stunden vorne oder so. Oder 8. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall rufe ich die mal an, frage, was das soll. Ob das wirklich gecancelt ist. Denn eine E-Mail bezüglich einer Cancellation des zweiten Laptops habe ich nicht bekommen. Und auf meinem Bankaccount steht die Bezahlung immer noch auf Pending. Also die ist noch eingeloggt. Ah, verstehe ich auf jeden Fall nicht. Nervt mich. Ja. Morgen muss ich erst um 8 Uhr raus. Beziehungsweise kurz nach 8. Kaffee ist fertig gemacht. Habe ich 2 Flüge um 11 und um 3:30. Na, ist mir egal. Hänge ich auf jeden Fall mehr als einen halben Tag da rum und fliege 2-mal. So, ja, und der Coach hat mir heute erzählt, die Season, die ist mehr oder weniger vorbei, weil die Schulzeit ja angefangen hat seit 2 Wochen. Und da kommt aber nochmal eine im Winter. Ja, und das ist angeblich der Monat hier, wo die ganzen Checkrates stattfinden. 135, 136 und so weiter. Das heißt, ich muss langsam mal ein bisschen mal wieder die Emergency Procedures reindonnern und die ganzen Teile vom Helikopter. Habe ich überhaupt nichts mehr drauf. Also, Emergency Procedures natürlich, aber die ganzen Teile, boah. Ja, muss ich mal hier und da mal ein bisschen was angucken, damit ich da jetzt nicht kurzfristig dann mir alles reinballern muss. Ja, das war's für heute. Nicht. Also war ja ein cooler Tag, besonders weil der Staubsaugerroboter jetzt funktioniert. Finde ich super geil. Ich habe jetzt zwar überall noch ein bisschen Sand hier und da, aber der ist ja auch nicht komplett durchgeruppt mehrmals. Der ist noch einmal hängen geblieben. Morgen muss ich dann so ein bisschen was beiseite schieben, aber eigentlich hat der keine Probleme. Der ist von alleine von da in alle Zimmer, in alle Bäder und hat da schon mal einmal durchgesaugt. Und wenn der morgen fertig ist, dann gucke ich mal in dem Reservoir, was der so alles eingesammelt hat. Also ich vermute größtenteils Staub und Sand. Aber wer weiß. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, und dann habe ich einen Tag frei. Dann arbeite ich. Dann habe ich nochmal einen Tag frei. Ja. Dann habe ich wieder 4 Tage ein. Aber so wollte ich es. Beziehungsweise so der Kollege, der wollte ja, dass ich ihn ersetze. Mache ich natürlich. So. Das war's für heute. Wenn nichts mehr passiert. Aber was soll passieren?